Hallo und herzlich willkommen zu Hamburg 1 Extra. Zwei Spiele sind es noch, beziehungsweise zwei Siege, bis zum Triumph im Hamburger Lottopokal. Und auch nur noch zwei Siege damit bis zum Traum von der Teilnahme an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal. Bei mir im Studio darf ich jetzt unsere beiden heutigen Gäste begrüßen. Zum einen Frank Flatau, Spielausschussvorsitzender beim Hamburger Fußballverband. Moin Frank. Moin. Und unsere heutige Losfee, der im vergangenen Jahr das Finale zwischen Teutonia Ottensen und Altona 93 leiten durfte, Lasse Holst. Moin Lasse. Moin. Ja Frank, fangen wir doch einmal mit dir an. Lass uns doch erstmal einen gemeinsamen Blick vielleicht auf die Halbfinalisten werfen, die jetzt noch im Pokal drin sind. Ja, wir haben natürlich so ein bisschen das Glück gehabt am Wochenende, dass tatsächlich gerade die Pokalspiele ausgetragen werden konnten. Also ich hatte am Freitag große Befürchtungen, dass gar nichts stattfinden kann. Aber die Wetterfee war uns mal ein bisschen hold und wir konnten drei der vier Pokalspiele austragen. Ja, der TSV Sase, Oberligaspitzenreiter, ist mit im Halbfinale. SC Concordia ist im Halbfinale und eine Partie konnten wir nicht austragen. Das ist die Partie Ham United gegen Teutonia 05. Und der vierte Teilnehmer, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Die Alzer-Brüder sind genau, das natürlich. Die Alzer-Brüder. Und damit gibst du quasi schon das Stichwort, denn das ist ja die Überraschungsmannschaft bisher in der diesjährigen Pokalsaison. Haben jetzt im Viertelfinale auch den Oberligisten HIBC sehr souverän auch mit 3:1 besiegt. Glaubst du, dass das Team von Jörn Großkopf den ganz großen Coup auch irgendwie erreichen kann und erstmals als erster Landesligist seit dem ETV 2011 halt auch wirklich den Landespokal gewinnen kann? Also im Pokal, sagt man so schön, ist alles möglich. Also insofern ja, traue ich der Mannschaft wirklich einiges zu. Als Spitzenreiter der Harmonia-Staffel sind sie, sag mal, der Konkurrenz gewappnet. Also insofern glaube ich schon, dass man da auch ins Finale einziehen kann. Was die Lose heute ergeben, das liegt in deinen Händen, Lasse. Ich habe es vorhin schon angesprochen, du durftest letztes Jahr das Landespokalfinale schießen. Welche Erinnerungen hast du noch an das Finale und ist aus deiner Sicht ja bestimmt auch eine große Ehre gewesen, oder? Ja, genau, du sagst, es ist eine große Ehre, gerade im Hinblick darauf, welche Begegnung man da geleitet hat. Altona gegen Teutonia ist ja nicht eine 0815-Begegnung, sondern hat ja auch immer eine gewisse Brisanz, gerade von der Rivalität her. Und dann gerade auch noch im Pokalfinale, live im TV. Und es ging ja auch noch um den Einzug ins DFB-Pokal, in die erste Runde, ja. 2022 war für dich ja allgemein ein besonderes Jahr. Du bist ja dann im Verlaufe des Jahres auch noch als Schiedsrichter des Jahres ausgezeichnet worden. Lief bei dir, oder? Ja, also es war halt ein Zuschauervotum im August. Und es ist schon ein großes Privileg, gerade unter den Top 5 Schiedsrichtern da zu stehen und zur Auswahl zu stehen. Und das dann am Ende zu gewinnen, das war schon wirklich ja, eine große Ehre. Dann Frank, was gibt es an Besonderheiten, die wir jetzt, wenn wir die Auslosung starten, beachten müssen? Ja, einmal natürlich, dass FC Alzer-Brüder Heimrecht auf jeden Fall hat und dass die Partie Ham United gegen Teutonia 05 am 22.03. noch ausgetragen wird. Und ja, ansonsten können wir eigentlich mit der Auslosung dann starten. Ich würde sagen auch, die Kugeln liegen parat. Lasse, dann darfst du loslegen. Sasel. Der TSV Sasel aus der Oberliga, aktuell dort Spitzenreiter. Dann darfst du gerne den Gegner des TSV ziehen. Alsterbrüder. Gegen die Alsterbrüder. Genau, dann wird diese Partie gedreht. Der FC Alsterbrüder hat Heimrecht und spielt gegen den TSV Sasel. Und den Trainer vom TSV Sasel, der ist uns jetzt live zugeschaltet. Danny Zankel. Moin, Danny. Mahlzeit, moin, moin. Die Alsterbrüder sind es geworden. Was sagst du denn zu eurem Los? Ja, für uns eine Unbekannte, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Ich habe heute schon mit ein, zwei Leuten mal gesprochen. Alsterbrüder habe ich diese Saison gar nicht spielen sehen. Aber ist uns natürlich ein Begriff. Trainer kennen wir auch sehr gut. Und als Spitzenreiter der Landesliga ein ganz, ganz unangenehmes Pflaster, glaube ich, für ein Halbfinale.
Ihr wart 2020 schon mal im Landespokal-Endspiel, habt da relativ deutlich mit 1-5 gegen Eintracht Norderstedt verloren. Was würde es dir persönlich, aber auch euch als Verein noch mal bedeuten, so ein Landespokal-Endspiel zu spielen? Viel tatsächlich. Ja, ich glaube auch, dass der Verein und die ganzen Leute das auch verdient haben, da noch mal spielen zu dürfen. Wir hatten leider das Pech, die Corona-Saison erwischt zu haben im Pokalfinale. Keine Zuschauer, wir durften nicht trainieren vorher. Wir kommen aus einem Corona-Lockdown. Wir hatten, glaube ich, die ekligsten und schlimmsten Bedingungen, die man vor so einem Finale haben kann, was eigentlich das Spiel des Jahres ist oder vielleicht sogar eine Fußballerkarriere in Hamburg. Deswegen haben wir natürlich große Motivation, das nochmal zu wiederholen. Und dafür müssen wir das Spiel bei Alsterbrüder für uns entscheiden natürlich. Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Euch natürlich viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir sind gespannt auf das zweite Halbfinale. Lasse, deine Aufgabe wieder. Sieger aus Ham United gegen Teutonia 05. Frank hat es ja vorhin schon angesprochen. Spiel wird am 22.03. ausgetragen. Genau. Jetzt natürlich Spannung, ob auch alles mit rechten Dingen. Genau. Gucken wir mal. Jawohl. So. Kann jetzt ja nur noch einer drin sein. Concordia. Gegen Concordia. Dann machen wir, würde ich sagen, direkt weiter, auch mit der Möglichkeit, wer dann Heimrecht im Endspiel hat. Auch das werden wir heute natürlich hier auslosen. Einmal bitte wieder an die Kugeln. Ja, erstes Halbfinale. Sprich, der Sieger aus Alsterbrüder gegen Sasel mit Heimrecht. Richtig, genau. Machen wir einmal noch die Gegenprobe. Dass hier auch jeder weiß, dass das zweite Halbfinale da auch drin ist. Ja, zweites Halbfinale. Genau, das passt. Ja, Frank, dann vielleicht noch einmal zum Abschluss. Wann werden die Halbfinalspiele denn ausgetragen? Ja, genau, die werden über die Ostertage ausgetragen. Müssen mal gucken, wie wir das jetzt hinbasteln. Das Ganze, das Osterwochenende ist ja relativ lang. Aber ich denke mal, da werden wir dann für alle vier Teilnehmer einen guten Termin finden. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Lasse, für deine Auslosung. Vielen Dank Ihnen zu Hause für Ihr Interesse. Gerne bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.